Na komm, bitte lass es klappen. Ey, die leuchten. Leuchten ist gut, glaube ich. Anscheinend sind das die Tipps, die wir jetzt kriegen. Fangen wir mit Fluss an. Was denn für ein Fluss? Der Fluss deiner Seele, natürlich. 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 Ich sehe deine Seele. Dein Lebensfluss entspringt energetisch aus den unendlichen Weiten und mündet leise gurgelnd in der humanen Spalte. Was für eine Spalte? Die humane. Boah. Spalte. Wo ist dieser Fluss? Ich habe nicht übel Lust, mich zu ertränken. Okay, Ich lege jetzt ab. Bis spät. Oh, ich kann mir ganz bestimmt nicht. Doch. Ja, ja. Ich denke schon, natürlich rufe ich deinen Mann. Ich denke mal, Unendlichkeit wäre ja das irgendwie hier. Und Spalte, keine Ahnung, ob das eine humane ist, aber Hauptsache irgendwie das Ding. Alles andere sieht nicht so spaltig aus. Das hier, ne? Vielleicht. Ja. Das hier vielleicht eher so. Weil da eine Spalte ist, das hier sind eher so Berge, oder? Naja, vielleicht doch das so. Wir sehen das ja gleich. Gucken wir mal weiter. Bitte lass die anderen Rätsel leichter sein. Und logischer. Okay, also Erde. Ich gehe mal davon aus, dass du hier einen ominösen Satz... Ich sehe deine Vergangenheit. Und los geht's. Geerdet im Boden der Tatsachen suchst du die Verbindung zu deinen Wurzeln. Doch du kannst nicht zurück. Was soll das heißen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du ganz allein rausfinden. Aber darum habe ich doch beim Techn... Ich spüre... Ja. Tschüss. Okay. Wurzeln wäre irgendwie hier das, was so aussieht wie bei der Blume. Was war das überhaupt für ein Ding? Erde, ne? Erde? Oh, shit. Ich habe vergessen jetzt drauf zu achten, was das ist. Ja. Schnell gucken, das zweite ist Erde, okay. Farben sind nur falsch rum. Also Erde. Hier. Und du kannst nicht zurück. Vielleicht das mit dem X. Irgendwie ist das das Erste, was ich dachte. Ich glaube, ich muss das so auch einfach machen erstmal. Einfach so nach Gefühl. Ja. Irgendwie passen die Texte. Naja, sind alle creepy. Okay. Ich sehe ein helles Licht. Hoffnung, die leuchtet wie ein Phosphos. Das ist gut. Das aufgeht am Rande des Zylinderwaldes ein kurzes Stück nach Südwesten, um sich dort zu verlieren. Das macht überhaupt... Ja. Nein, du. Du, ich bin du machst ein Medium. Keinen Sinn. Ich habe diese Gabe nicht erwählt. Die Gabe hat mich erwählt. Ja, klar. Okay, wenn du hell sehen kannst. Wir reden ja noch mehr. Wie ist mein Name? Laura. Oh. Ich spüre. Oh. Das war Licht. Licht, 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 Licht. Zylinderwald, das sind Zylinder. Die wollen mich nur ablenken mit dem ganzen Graber. Und Südwesten ist dann das, wo man sich verirrt. Das sieht auch aus wie so. Oh, man kann immer im Kreis laufen, so. In dem Fall im Eck. Ihr wisst schon. Ja. Ja, mein Kind. Wind. Und was Wind, ist Wind, mit Wind, ich Wind. Sehe, den sieht man von Wind. Ober- bis unter Asposien. Die sanfte Brise im Nordosten hat seinen Lebenshauch bis da. Weit in die Berge gepustet. Berge. Alles klar, einfach ruhig bleiben. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur weitergeben, was meine Papierschnipsel mir mitteilen. Papierschnipsel? Papierschnipsel? Genau. Ich habe die Gebrauchsanleitung zerschnippelt und jetzt kann ich damit wunderbar die Zukunft voraussagen. Wie? Ich spüre. Okay, auf jeden Fall Wind, das Ding, das passt, würde ich sagen. Das ist endlich mal eins, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, obwohl das mit dem Zylinderwald auch. Die beiden hier oder das, naja, wobei der gut war und der auch. Nur die beiden sind noch so ein bisschen tricky. Ja, mein Kind. Hier haben wir noch einen Stuhl, oder was das sein soll, würde ich sagen. Oder auch nicht. Geld. Minus, plus. Und das war's. Mal gucken. Liebe. Du hast mir sicher auch was Sinnloses zum Thema Liebe zu sagen. Auf jeden Fall. Ich sehe deine Liebe. Ich sehe...
Eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlt machen. Das ist gut. Ich habe aber nur eine negative Einstellung. Nee, die nicht. Ich positiv spüre. Tschüss. Bezahlt. Na komm, bitte lass es klappen. Ey, die leuchten. Leuchten ist gut, glaube ich. Denke ich mal. Gehen wir mal auf Robert. La 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 la. Komm, red mit der Maschine. Ob die immer noch Pistazie ausschmeißt. Ich versuche an Bord der Seilbahn zu kommen. Und ich versuche mich zu verpacken. Okay, wir sehen uns. Das wollte ich nicht. Aspen. Ja. Mit dem wollte ich reden. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Ticket wird gedruckt. Biep, boop, biep. Bitteschön. Entnehmen Sie das Wechselgeld aus dem dafür vorgesehenen Wechselgeldfach. Denken Sie daran, Ihr Gepäck hier aufzugeben. Danke, Automat. Keine Ursache, Robert. Oh. Woher kennt ihr meinen Namen? Warum kriege ich überhaupt Wechselgeld? Was ist das hier? Das ist die Währung Asposiens. Warum, weiß keiner so genau. Das sieht aus wie lecker, so zum Essen. Oh, Süßigkeiten. Das erinnert mich an zu Hause. Wieso? Wir haben dort auch Dinge. Ne, das war jetzt blöd. Okay, was auch immer das ist. Das brauche ich nicht zu kochen. Hätte aber sein können, ich check nicht, was ich damit machen soll. Egal, ich habe ein Ticket. Das bringt uns noch nicht ganz weiter. Wir müssen noch Konrealist werden, denke ich mal. Hier brauchen wir wahrscheinlich den Käfig. Aua! Viel zu heiß zum Anfassen, ja. Ich weiß leider noch nicht genau, was wir tun sollen. Können wir mal ein Ticket zeigen? Hallo! Ah, okay. Halt! Nasenkontrolle! Ich habe noch was vergessen. Genau, wir kommen später wieder, wenn wir Konrealist sind. Der muss noch pinkeln, den müssen wir dann weglotsen, weil es ja anscheinend auch voll. Trinkpäckchen. Da oben kommen wir nicht rein. Ja, dann weiß ich noch nicht genau. Gehen wir erstmal wieder zu ihr rüber. Sie hat ja immerhin 1000 Sachen. 1000! Schüssel, Sägespäne. Zum Knabbertauben, die Säge. Ne. Kann man die hier draufstellen, die Schüssel? Der Knopf sitzt in der Falle. Ja, das hätte ich so zwar nicht gesagt, aber okay. Vielleicht bleibt jetzt das Ding genau da drauf stehen. Oder so. Sehr gut. Meine Kutsche ist da, ja. Ohne Luftlöcher? Außerdem ignoriert der Greifarm Kisten ohne Versandaufkleber. Ja. Komischerweise hat der kein Versandding. Warum nicht? Hatte der andere doch auch. Schlüssel haben wir wieder. Vielleicht kann man auch noch ein zweites Ding holen. Der Knopf. Achso, ist in der Falle, ja. Schon eine Kiste für. Na gut, dann nehmen wir es doch erstmal mit. Ich bin noch nicht sicher, wie wir das Ganze machen sollen. Also, wir brauchen eigentlich die hier. Ist kein. Oh, Bord, die Viecher. Ja. Das muss nicht nach Altast. Irgendwie müssen wir das doch. Das friert nicht. Die müssen doch da Löcher reinmachen, die Bordtiere, oder nicht? Nein, die machen das nur kaputt. Die machen alles kaputt, aber. Ich möchte nicht, dass sie wegfliegen. Das möchte ich nicht verschicken. Die macht auch nichts, die Perle. Die geht mir auf den Nudel. Vollmaus. Nein, die macht. Ernsthaft? Ich weiß doch auch nicht. Das muss nicht nach Alt. Du musst nach Alt-Aspen. Luftlöch, außer. Achso, ja, und ein Ticket brauchen wir. Ja, irgendwie macht die ja nichts. So viel zu sehen. Robert? Er hört mich nicht. Wir stellen ihn mal kurz da dran. Keine Ahnung, ob sich das lohnt, mal andersrum zu reden. So, jetzt aber. Hallo? Ja.
Die macht nichts. Irgendwie habe ich voll die guten Ideen, aber irgendwie klappt das nicht. Robert? Er hört mich. Ah, der hört die nicht. Der steht doch direkt davor. Oh, warte. Versteck. Wer auch immer hier war, das Versteck ist jetzt verlassen. Nein, ich habe mich lange ge... Ach so. Nein, das wird... So viel zu... Ich habe erstmal... Okay. Also, Fakt ist, wir haben die Kiste. Wir haben hier Bohrtiere, die Holz lieben. Naja, Sägespäne vor allem. Aber das irgendwie verbinden geht gerade nicht. Wir haben eine Schüssel, die wir einfach da drauf stellen können oder auch nicht. Ich möchte nicht, dass... Runter. Ich möchte nicht... Irgendwie klappt das nicht. Was mit dem hier? Könnte durch das Gitter passen. Okay, aber... Ich guck mal kurz, ob sich jetzt irgendwas hier geändert hat. Na, jetzt ist sie hier. Eine Wollmaus. Vielleicht können wir damit den Teekessel... Die arme Wollmaus. Warum sind die Dinger aber auch so vielseitig einsetzbar? Aber das lassen wir erstmal. Ach, schade. Ich dachte, wir können das... Irgendwie ist das doch... Das ist doch heiß. Warum piept das Ding nicht? Das macht keinen Sinn. Das muss so. Wozu könnte sonst eine Wollmaus sein? Hast du mir diese Wollmaus rübergeschickt? Ja, gern geschehen. Ja, was soll ich damit? Ist da noch was drin? Leer. Okay. Okay, jetzt habe ich eine Nase. Da kommt ganz schön viel Wasser raus. Nach Zitrone riechendes Wasser. Okay, nass machen ging. Vielleicht können wir die ja jetzt hier drüber so... Stillhalten. Es pfeift. Er geht... Geruch geht in die Richtung. Vielleicht rastet der jetzt aus, als wäre mit... Oh, hier riecht es auf einmal so mit einer Wollmaus... und Kräutern. Mit einer fliegende Klappe. Das erinnert mich sehr an meine Frau. Fogo hört ein Pfeifen. Flötenhasen. Muss Fogo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören? Das macht Fogo irre. Das riecht nach Kräutern und Zitrone. Das würde nicht... Hallo. Fogo kann, Ich dachte, jetzt kann man den wegschieben und sagen, dass da hinten irgendwo was pfeift.